So, mir hat es gerade in der Nase gebissen. Hab gar niesen müssen. Ha, das reimt sich alles. Und wir machen sie wieder rum auf dem Weg. Da eine in das Labyrinth. Wenn es ja so leicht verläuft. Aber anscheinend sehr viel schwerer, wenn es so verläuft. Gut. Also, weiter des Weges. Jetzt nicht rechts, sondern wir gehen links. Wieder links, aber da jetzt rechts. Es verwechselt auch jetzt. So. Und das Ganze von hier will be going through some narrow passages. Jo. Und wir erzählen uns da eben, dass wir durch enge Gänge gingen und das ziemlich wütest du. Oh, das ist ja. Die verzögern uns da nichts Neues. Dass wir eben mit Z so um Ecken schauen können. Und wir haben da ganz fiese Gesellen. Passt. lass mich da raus. Herr Arsch. So, jetzt müssen wir mal ein wenig abwarten. Und jetzt da. Dreck, hör auf! Der Hund! Ich scheiß mich schon auf meine Viecher. Nein, bitte! So. Das ist aber ein Wichser. So, schlecht nicht. Schlecht was im Auto. Ja, gemeingefährlich. Das ist schon der nächste. Hallo. Kann man die eigentlich besiegen? Na. Die haben ja echt gefährlich. Ich hab die gar nicht mehr so wahrgenommen. Tja, also es ist gar nicht so leicht, da durchzukommen. Jetzt lass mir den nur mal angehen. Ja. Boah. Solche Wichser. Hallo. Das war nicht so geplant. Hey, jetzt glaub ich's doch noch. Okay, ich will. Aha. Natürlich mit dem mächtigen Enterhaken können wir da schon ein wenig mehr ausrichten. So. Das geht natürlich auch nicht. Hey, ich sag's euch, das ist da. Das nimmt mir gerade schon ein wenig, was ich sage. Hui! Alter. Und man sieht da, der Linke ist jetzt schon sichtlich erschöpft. Boah, sag das. So, jetzt muss ich aber da so einen kleinen Geheimweg ausnutzen. Und dazu werde ich jetzt auch noch einen Trick anwenden. Nämlich, wir sehen das erste Mal so einen Feenbrunnen, der was dich heilt. Ich hoffe zumindest. So, jetzt muss ich aber den. Das war sogar einer, der was viel wert war. Gut, scheiß drauf, weg damit. Oh. Ah, die kann man trinken. Strange, wir trinken schon gestern. Tja. Aber naja. Fairies Fountain befinden sich jetzt. Und da gehen wir zack. Können wir so Fee gleich einfangen. Die was wir jetzt auch mit haben, wenn wir in die Feen dreh laufen, heilen sie uns auch vollständig. Sieht man eh da, schon schön wie es rund ums Fliegen. Und jetzt ist die Besonderheit mit so einer Fee im Gepäck. Brauchen wir uns jetzt keine Gedanken mehr machen über unser Leben, beziehungsweise über die Tatsache, dass wir sterben könnten, weil wir wären es einfach nicht mehr da. Denn die Feen, wenn man sterben sollte, dann peppeln die Feen wieder mit voller Lebenskraft auf. Das heißt, die haben
wirklich, wirklich stark. Und ja, sollten wir auch später in die Dungeons immer mit. Was ist denn das? Ja. So. Hey, hör auf, du. Mit Bomben fertig, mir ist sehr wurscht. Das sind aber Gegner und die kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Na gut, wir haben es geschafft. Haben wieder 20 Gewinne gekriegt, die lassen uns nichts bringen, werden wir schon voll sein. Jetzt geht's mir dann aber. So. Jetzt betreten wir eine Lichtung, die was uns noch geläufig ist. Aber leider ist da kein Saline mehr. Wo ist denn die bloß? Jo, kacke halt. Zu spät. Tja, das fern wohl sichtlich, ja. Aber da ist bekannt, die Schick. Eine schöne Melodie wieder. The flow of time is always cruel. Ja, und sie erzählt uns eben da die Erinnerungen von unseren jüngeren Tagen. Die haben eben verblasst und sie zeigt jetzt uns die Minuet of the Forest. Affe rechts. Was? Affe links rechts? Links rechts. Affe links rechts, links rechts. Okay. Ah, die Melodien haben aber wirklich voll schön und sehr cool alle, muss ich sagen. Also, das ist ein extrem empfehlenswertes Soundtrack. Nicht etwa von YouTube, sondern ja, man kann sich das auch kaufen. Und das, was wir da gelernt haben, Minuet of the Forest, ist in erster Linie ein Portspell, der was uns immer wieder zu dem Platz, wo wir uns da befinden, wo so komische Plattformen sind, die was wir da sehen im Hintergrund, können wir sie jetzt da jederzeit hin teleportieren. So, und was tun wir da jetzt? Ja, da ist ein Ost, da ist sonst nichts mehr. Tja, dann nehmen wir unser leichtes Item und verwenden es für das, was da ist. Ja. Irgendwo durch den Boden fallen. So, da haben wir es ja wieder mit fiese Wölfe zu tun. Hey, die müssen wir also gleich erledigen. Zack. Die haben jetzt schon einige Stärke als die Wölfe, gegen die was wir gekämpft haben. Weil die waren vorher, denke ich mal, mit einem Arschsprung kaputt. Die fallen jetzt schon um einiges mehr. Wir stehen einfach immer blockend vor einer, also ausschlagen, gehen wir zurück. Und zack, kein Problem. Die Ranken kommen auch noch. Die sind bekletterbar. Schauen wir, wo wir da hinkommen. Weil ich bin mir gar nicht mehr so sicher, ist das ein. Ja, ein goldener Skulptula. Wir haben unsere 10 Skulpturlos voll. Das heißt, unser nächster Weg, wenn wir wieder aus dem Tempel heraus sind, führt uns nach Kakariko. So. Und da haben wir ja eh, glaube ich, mit alles schädigen können. Und, ja genau, mit Enterhaken kann man sich natürlicher, nützlicherweise Items herholen. So, was haben wir da drüben? Das kann man auch schon gebrauchen. So schwarz im Reichen ist. Oh, haben wir auch noch nicht gehabt. Ein Small Key. Also ein kleiner Schlüssel auf Deutsch. Den werden wir auch sicher gleich brauchen. So da. Oh. Ah, ich renne natürlich genau dreh. Ja, der Enterhaken. Ich glaube, da können wir die jetzt sogar in Zukunft von vorn her anschießen. Weil das, der macht schon beträchtlichen Schaden auch gegen gepanzerte Gegner. Und ein Vorstuhl. Die Lichter verschwinden. Verwandeln sie in Geister und hauen in alle Richtungen ab und der Lift ist futsch. Tja, was geht's da wohl zum Tor? Sie verschwinden da in vier Richtungen. Jo, dann würde ich mal sagen, schauen wir uns die vier Richtungen einfach mal an, in die was da verschwunden sind. Und da haben wir noch ein paar Pötter. Die suchen wir da. Zack. Ja, Mana, ein paar Herzl. Und wir haben schon einen Schlüssel.
Das heißt, wir können die erste Tür gleich betreten. Und ich glaube, das geht jetzt da. Ja, die haben jetzt da von vorn abschießbar. Das heißt, der Enterhaken wahnsinns Durchschlagkraft. Und ich bin schon so gespannt, weil ob daher weiß ich das eigentlich nicht mehr alles auswendig. Wer da? Ja, da sieht man sogar so nicht. Ha, lästige Getiere. So, da klettern wir mal auf. Also jetzt fangen auch schon langsam die Dungeons an, dass sie immer interessanter werden. Also ab dem Punkt haben die ja nicht mehr so watschen einfach, wie es vorher waren. Arrows painted on the floor. Tja, da ziehen wir da mal an. Weil das sind eben immer so schöne Blöcke zum Verschieben. Und wenn da so Pfeile am Boden sind, dann... Tja, da schieben wir einfach mal so eine riesige Box entlang der Pfeile. Wird schon vielleicht was passieren. Und wir schieben, und schieben. Die Kinder haben anscheinend nicht recht Spaß, muss ich sagen. Und wir stehen an. Ja. Irgendwo wird uns das schon was bringen. Ah, sehr krass. Genau. Gleich da. Ah, okay. Von da aus können wir weiterschieben. Und der wird da vorne jetzt wahrscheinlich versinken. Ah. Dass wir einen höher gelegenen Stock erreichen können. Wir schauen mal. Aha. Genau. Und bergauf geht's mit uns. Und da haben wir schon wieder Pfeile. Das heißt, es wird wieder zum Schieben. Und da jetzt hinter uns ein Mauer ist und wir uns nicht unglaublich dünn machen können, schaut das fast so aus. Tja, wir haben schon da was anderes einfallen lassen müssen. Vielleicht schieben wir einfach mal ganz durch und können uns sozusagen von der anderen Seite dann weiterschieben. Schaut zumindest gerade so aus, wie wann das funktionieren könnte. Ah, tut's auch nicht. Okay. Jetzt wird es mal zum Schauen. Nein, ich glaube trotzdem nur, dass wir den rausziehen müssen, soweit es geht. Weil wir haben nicht umsonst da aufgerannt. Eventuell können wir jetzt im Untergeschoss was bewegen. Durch das, dass man. Warte, das ist gar nicht schon echt. Durch das, dass wir da jetzt den Block weggeschoben haben. So. Gut, jetzt sind wir da. Ah jo. Schaut nicht so aus, muss ich sagen. Okay. Na dann. Klettern wir wieder mal auf wieder. Und da auf. Haben wir irgendwas übersehen? Na, wie schon gesagt, also die Dungeons werden jetzt da immer interessanter. Vor allem, ich weiß ja immer weniger von.